So, hallo Leute und herzlich willkommen in der nächsten Folge. Bei mir ist alles schwarz. So, dann machen wir an der Stelle hier weiter. Bei Marcel geht's jetzt endlich, dann erzähle ich gerade die Geschichte zu Ende. Wir waren bei... Genau, ich blieb wie angewurzelt stehen und finde obiges Bild vor. Ich kiefer runterklapp, er Panik-Mode on, versucht hektisch aufzuspringen, stellt fest, dass er blank gezogen hat, greift nach dem ersten, was er kriegen kann, um sich zu bedecken. Und das war leider einer der unteren PCs aus dem Stapel. Stapel fällt um, er hält sich den PC mit dem offenen Ventilator vor sein bestes Stück. Es gibt ein komisches Geräusch, er wird von knallrot zu kreidebleich und lässt die Kiste fallen und bedeckt sich dann mit der Hand. Ich kiefer fällt auf den Boden. Nach einer kurzen Erholungspause hat es mich dann von dem Lachen erstmal aus den Schuhen gehauen. Und ich würde sagen, wir spielen jetzt weiter. Das Ende der Geschichte gibt's nächstes Mal. Also wir müssen da runter und dann erstmal ja, den hier. Boden komplett mit Cobblestone. Ja gut, ich komme schon. So. Ihr könnt mal schreiben, ob ihr so Geschichten öfter hören wollt. Der Boden so. Ist doch voll mit Cobblestone. Echt? Aber hier rum halt nicht. Ohne Scheiß, wenn hier... Ich dachte, wir wollen das Portal jetzt abbauen. Ja, will ich ja auch. Ich will mich halt erstmal irgendwo hinstellen, wo es sicher ist. Irgendwas hier eben. War das ein Gast, ja, ne? Ja. Okay, komm rein. Komm hier rein und bau zu, so. Tschüss, Gast. Ciao. So, okay. Dann baue ich das jetzt ab. Das geht gleich aus. Und wir müssen gucken. Pass auf, wir müssen... Warte, ich baue das einmal komplett zu, weil hier darf nichts. Wir dürfen nichts von dem Material verlieren. Ich mach dir mal Scheiße. Unten müssen wir nämlich auch noch zubauen. Weil es darf nichts davon verloren gehen, okay? Ja. Schreib mal ja in den Chat. So. Weil wenn wir eins verlieren, dann kommen wir hier nie wieder raus aus dem Nether, ne? Ja, das darf nicht passieren. Ach nee, das ist sogar ein ganzes Portal. Guck mal, da haben wir noch ein bisschen extra Obsidian, okay, passt. Dann werde ich jetzt mal nicht so pussyhaft tun und das einfach abbauen. Ich helf dir mit der Eisenspitzhacke. Marcel, bitte nicht. So. Erstmal, dass das nervige Portalgeräusch weggeht. Das mein Inventar ist komplett voll, Bruder. Okay, meinst auch? Ich schmeiß auch noch schnell was weg, so. Dieses fucking Portalgeräusch kotzt mich so an. Weißt du, was das Komische ist? Dich kotzt alles an. Ja, hast du gut gemerkt. Vor allem du mich. So. Oh, ja. So was Nettes hat noch niemand zu mir gesagt. Ja. Oh. Okay, so ein Obsidian. 10 Stück brauchen wir ja. Das ist ja auch ich mach schon. Okay, gut. Ja, ich glaube, das ist halt echt der beste Plan, weil dann können wir dann müssen wir auch echt keine Angst haben, dass uns einer irgendwo eine Falle am Netherportal baut, ne? Weil dann können wir uns halt echt hier drin auch ein bisschen Zeit lassen. Wäre das eigentlich theoretisch möglich, dass wir, wenn wir aus dem Nether jetzt zurückgehen, außerhalb des World Borders die Dinge spawnt? Wenn das passieren sollte, dann ganz ehrlich, ist es unser Problem? Du hast ein Obsidian aufgesammelt, gib mir den mal bitte. Bin ich halt gerade am Überlegen, ne? Pass auf, wir merken uns einfach diese Koordinaten hier und stellen das Portal relativ in der Nähe auf, okay? Ja, okay. Dann gehen wir halt wieder zurück, aber halt wir müssen es trotzdem so weit weg machen, dass wir nicht wieder in diesem gleichen Portal rauskommen. Also es muss schon ein paar Blöcke weiter entfernt sein, sonst kommt man im gleichen raus, okay? Ich glaube, das muss in einem anderen Chunk sein oder so. Sicher bin ich mir jetzt aber nicht. So, ich frage mich, was jetzt mit dem Portal in der Hauptwelt passiert, ehrlich gesagt. Wenn du da, das bleibt an und wenn du da reingehst, generiert das ein neues Portal. Echt? Das ist ja ein unendliches Obsidian-Vorkommen, voll geil, ne? So. Wow, das ist ja auch so schwer, an Obsidian zu kommen. Ja, da hast du recht. Man muss halt erstmal Lavasieren so finden, ne? Gut, dann gucke ich gleich nochmal, wie viele ich jetzt hab. Und ich habe 8. Ja, dann nehme ich gleich einfach alles mit, oder? Ja. Kannst du uns einmal verbauen oder so und. Nicht so viel Zeit haben, wenn wir jetzt schon hier sind. Und dann gehen wir wieder in diese Richtung oder sollen wir in eine andere Richtung gehen? Nö. Okay. Ich will eigentlich in die andere Richtung, wo wir eben gehen, waren. Dann Marcel, pass mal auf, nimm dir jetzt mal einen Zettel und schreib dir die Koordinaten von hier auf, okay? Hab ich schon. Achso, hast du auf dem Zettel, sehr gut, okay. Habe ich eben schon aufgeschrieben, auf dem Bon hier. Gut. X, okay. Y und Z. Gut. Muss schon sagen, du hast echt einen wunderschönen Skin. Ja, dein Mund ist immer so schön weit offen, weil du immer so viel schreist. Du hast wieder Obsidian aufgesammelt, oder? Nö. Okay, ist gut. Ich habe nur gerade einen Cobblestone abgebaut. Okay. Jetzt hast du Obsidian aufgesammelt. Okay, lass uns so spinnen. Das Obsidian liegt da auf dem Boden.
Das andere auch. Okay, so, nix wie raus hier, nix wie raus hier. Okay, ja, dann, gut. Ich glaube, da war der Ausgang. Achtung, ich mach mal auf. So. Nee, das ist die falsche Seite. Dann war der da auch nicht. Hä, wo ging's hier nochmal raus? Und einfach hier raus jetzt. Okay, hier sieht's gut aus, guck mal. Ja, wo bist du denn jetzt raus? Ich bin oben. Ich bin auf dem Portal. Stirbst. Ja klar, ich sterbe. Ich bin so dumm und sterbe. Alter, wo sind diese fucking Gas? Ich raste noch aus. Da ist wieder einer, okay. Warte, den hole ich mir. Zwei einfach wieder. Haben gewonnen, haben Scheiße, gewonnen. Scheiße, ich darf nicht diese Schweinedinger treffen. Dann haben wir ein Problem. Ja. Boah. Wie viel Hungersdinger bringt? Ich hab noch einen Fall. Scheiße. Wie viel Hungersdinger bringt so ein. Also bringt die Pilzsuppe eigentlich? Vier, glaube ich. Vier, ja. Oh. Okay, lass uns weg und nicht mit den Ghasts aufhalten. Ich will endlich mal eine scheiß Festung. Ohne Scheiß, hier sind so viele Ghasts! Yo, läuft bei den Ghasts. Boah, Alter. Gerade so ein Leck. Wo sollen wir hin? Ich weiß nicht, wo ich laufe hier nur hinterher. Ja, dann lauf du mal irgendwo hin, weil ich habe echt keine Ahnung, wo wir jetzt hin sollen. Sollen wir hier wieder durch oder so? Oder hier rüber? Ja, komm, lass uns hier rüber gehen. Ich würde sagen, wir schwimmen den Lavasee runter. Ja, das ist eine sehr gute Idee, Marcel. Eine exzellente Idee. Oha. Oh Mann. Dein Spaß für Sinn, Humor ist. Haben wir uns eigentlich hier hochgebaut? Oder waren das andere? Keine Ahnung, das kann sein, dass wir es gewesen sind. Aber guck mal, hier oben ist so eine schöne gerade Fläche, wo wir schön rüberlaufen können. Und vielleicht eine Netherfestung finden. Das ist doch schön. So, ich platziere trotzdem einfach noch mal ein bisschen Cobblestone überall hin, falls uns verlaufen sollte. Hat uns auf dem Rückweg eben auch sehr viel gebracht. Ja, weil wir das nicht konstant fortgeführt hatten. Da drüben hat das ist nicht so viel gebracht. Kies. Wo so, bist dann du? Dann müssten wir hier eigentlich. Ich bin hallo hinter dir, du. Ah, da. Oh Gott. Ich habe so viel, also. So, hier können wir runter. Ich halte mal Ausschau kurz, bleib mal kurz stehen, ich guck mal kurz so ein bisschen rum. Ich bin gerade runtergesprungen, komm mal runter, da wo ich gerade bin. So in der Nähe werden wir keine Netherfestung finden. Wir müssen halt schon relativ weit weg, denke ich mal. Okay. Oh Mann, diese Lavaseen im Nether, ey. Oh Gott, das wird richtig schwierig. Willst du dich da wirklich rüberbauen? Bist du dir sicher? Schaffen wir das? Ja, was willst du denn sonst? Nein, machen, das war ein Spaß, jetzt mal rüber. Gott, ist das gruselig. Oh, scheiße, wird das knapp. Oh. Ah! Ich nehme gleich ein Schwert und bring dich um. Ich nehme mir jetzt selbst rote Pilze mit, weil du ja, weil ich es nicht nötig habe, ja. Keine Pilzsuppen brauchst. So, guck mal, ob du hier irgendwo. Alter, ist das ein Chunkbug? Oder ist das irgendwo weit? Wo bist du? Ach, da, hi. Ich glaube, die haben sich gerade Diamantschwerter oder so gemacht. Jetzt denken die wären voll die Kings. Ich wette, die haben das irgendwie einfach nicht für den Enchanter genommen, sondern einfach für Diamantschwerter, kann es sein? Weiß ich nicht. Was die machen, weiß ich nicht. Ich gebe dir mal einen vorsichtigen Wink. Hat ihr Dia-Schwerter? Ja, hat. Hat ihr Dia-Schwerter. Das neue Deutsch. Von 2015. Okay. Vielleicht. Ich schaff gleich, wir haben was Besseres. Danke, dass du dich wieder hochbaust und mich dann da drücken lässt. Ich will halt einfach schnell nach einer Festung. Oh, guck mal, darf man die ganzen Tiefmetzer töten. Nein, Marcel. Du guckst bitte immer ein bisschen nach Festung, okay? Weil, wie gesagt, ich sehe nicht viel. Ja, wenn ich wüsste, wo du bist. Ah, da vor mir, okay. Da unten sind wieder Slimes. Ja, ich weiß, die killen wir mal. Oh ja, fall halt in die Lava. Da oben ist irgendwie, glaube ich, Cobblestone oder so. Da. Nee, das ist Gravel, oder? Okay. Also Cobblestone kommt im Nether nicht vor. Options, Video Settings, So, jetzt ist die Frage, wie machen wir das jetzt am besten? Da oben rum, würde ich sagen. Okay. Geh hier hoch. Ja gut, dann gehen wir da wieder hoch. Jo. Und dann können wir da... So, weil ich glaube, da oben müssten wir uns dann sowieso nochmal irgendwie durchbauen oder so. Oh, da auch hinten sind ganz viele rote Pilze. Da rechts können wir... Ja, dann nehmen die halt mit. Mach ich auch, Wichser. Ja, ist ja gut. Ja, hier rechts können wir sehr weit lang. Echt? Okay, wir werden gleich gekickt. Okay, können wir nicht. Wir gucken halt echt, dass wir
Ich weiß, für viele ist es jetzt wahrscheinlich sehr langweilig, aber ohne Stärketränke, wenn jetzt eh schon einem Nether war, werden die keine Chance haben, deshalb müssen wir das einfach machen. Also die, ich habe ein paar gesehen und die sind gestorben im Nether. Echt jetzt? Ja, die sind verbrannt. Hatten die eine Festung? Hatten die eine Festung gefunden? Das weiß ich nicht, ich weiß nur, dass sie gestorben sind. Ja gut, vielleicht hat dann doch noch keiner eine Festung gefunden, das wäre eigentlich auch ganz gut. Egal, würde ich sagen, wir gucken einfach, dass wir uns halt Tränke machen und dann ist alles gut. Wie kann man eigentlich auch nur im Nether eine Lava sterben? Hier ist man doch übervorsichtig. Ich kann es ja in der Höhle oder so verstehen, aber nicht im Nether, wo man halt... Nee, die haben sich durchgebaut und die waren dann, hatten dann Schutzzeit und sind dann daran gestorben, weil sie nichts bauen und abbauen konnten und die Lava ist dann weggeflutet. What the fuck, okay. Okay, warte, das hier können wir auch nicht weiter. Ich würde sagen, hier ist ein ganz guter Ort zum Chillen, ne? Ja, das stimmt. Ja, wir müssen uns dann halt irgendwie da durchbauen, würde ich sagen. Dass wir... Nee, hier oben ist eine Höhle, dann gehen wir dann durch die Höhle. Komm, da können wir schon mal, vielleicht können wir da so weit hingehen, wie wir können. Und dann gucken wir halt echt ohne Scheiß, wenn wir nächste Folge keine Interfestung finden. Ja, ich wurde wieder nicht gekickt. Raus. Nice, okay. Geh halt in mich, ja. Gerne. Ich komme auch gerne in dich. Okay. Ja, okay, hier ist nichts mehr. Ich weiß, das ist ziemlich... Ja, ich weiß, aber vielleicht geht's hier noch ein bisschen weiter. Ja, ich weiß, es ist alles ziemlich langweilig, aber wie gesagt, ich... Hier, wir wurden gekickt, Dominik. Gut, das ist ein Zeichen, dass wir raus sollten. Sneak ich mich. Okay, wir gehen. Ciao. Hä, hey, lol, jetzt steht da wieder, dass ich in 30 Sekunden gekickt wurde. Egal, geh einfach runter. Okay. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.